Gesundheit. Danke. Was du so empfehlen kannst hier? Ja. Also das, was ich generell gerne beim Inder esse. Ja. Das heißt... Erstmal, welche Art von Fleisch? Hähnchen. Hähnchen, ja, okay. Willst du Ente oder? Nee. Das Gericht, was ich meine, heißt Chicken Tikka. Das ist die 024. Das ist so mariniertes Hühnchen in so... Ja, mit Gewürzen und ich weiß nicht, was für eine Soße die da benutzen. Und das Fleisch wird dann nicht gebacken oder so, das wird in diesem Tandurofen wird es dann gegart. Ja, und danach halt mit ein bisschen Gemüse halt angerichtet, Mann. Und separat nochmal so eine Masala-Soße. Schmeckt schon geil. Alles klar? Ja. Die sind gut, die Vorspeisen. Leute, was geht ab, Leute? Hier mit am Start Dimi und gleich auch Tati. Gehen indisch essen oder sind gerade beim Inder. Kommt gleich oder? Kommt gleich, ja. Kommt gleich. Das habe ich mir gegönnt. Lychee Lassi. Sieht fresh aus. Okay. Ja? Ja, ist lecker. Was soll ich sagen? Ist saftig. Okay, ist gut. Gelbe Soße. Die Schafe, ja. Das passt super gut zusammen. Was geht ab? Was geht ab? Setz dich. Brauchen Sie die linke Karte oder? Ne, er hat schon bestellt. Okay, was trinkt der da, oder? Mango, Lychee Lassi. Lychee Lassi, oder? Das will ich auch. Ich trinke auch. Ja, ich denke mir schon, wieso spielt sie, Mann? Er hat Spezi bestellt. Okay. Kann er aber statt Spezi ein. Nee, beides. Ich nehme beides. Achso, nimm beides. Ich nehme noch so Lychee. Lychee Lassi. Ja, ja. Danke dir. Danke dir. Hört ihr das Brutzeln, Leute? Aber das sieht echt saftig aus. Richtig saftiges Chicken, Leute. Mega. Echt krass. Cool, ja? Ja, du kannst auch sagen, jetzt. Sieht man das schon? Ja, sieht man. Ich sehe auch, dass es läuft. Na, ich will nur sehen, ob man... Nee, das ist unscharf. Ich wollte nur sehen, wie gut es ist bei solchen Texten. Es hat keinen Fokus, ne? Das ist die Siener. Mittlerweile gibt es einen Neuner. Ich glaube auch nicht, dass du jemals streamen wirst, Mann. Warum nicht? Weil das eine Menge beansprucht, Mann. Und auch viel technisches Know-how und so. Ja, voll brutal, Mann. Ja, so wie du mit Schneiden und so kann ich es nicht machen. Du brauchst auch keinen Schnitt, aber trotzdem musst du dich auskennen und das Ganze... Kann man das nicht lernen? An sich schon, aber du, technisch gesehen bist du halt echt nicht auf der Höhe. Ich weiß. Sogar ich bin kein Techniker. Ich weiß, dass ich technisch nicht weit bin. Und ich habe viel mehr als du drauf, ja. Also mal zurück zum Thema jetzt Ding. Aber ja, erzähl jetzt genau. Aber jetzt mal, ja, jetzt, bevor ich jetzt erzähle, aber ja, erzähl. Was ist jetzt die Frage, aber was ist jetzt die Geschichte? Würdest du, ich weiß ja nicht jetzt genau, was genau vorgefallen ist, also ich weiß schon, was vorgefallen ist, aber bleibt es dann bei dir einfach so, dass du sagst, okay, du hast keinen Bock mehr auf ihn, oder? Ja, schau mal, es gibt zwei Sachen erstmal, die mir wichtig sind. Erstmal natürlich, dass er keinen Charakter hat und persönliches Gespräch mit mir sucht. Das ist natürlich, muss sein. Ja, klar. Ich meine, zum Beispiel du hast auch einmal gesagt, hey, Jung, da steht was zwischen uns. Lass uns treffen, lass uns quatschen. Sowas muss natürlich sein. Ja, das ist klar. Sowas ja. Hat er nicht gezeigt in all den Jahren. Das heißt, ihr hattet dann auch Streit. Was? War das auch zur gleichen Zeit? Ja, das ist alles ein Thema. Das war alles ein Thema. Weißt du? War das alles von diesem Pokémon Go? Ja, schau mal, wir waren ja früher schon, es war echt eine andere, komplett andere Gruppe. Ja? Das war nicht mit Nabdi und so. Nein, die waren halt so, aber wir waren ja echt eine komplette Gruppe. Hong, ich, sind ja auch dann auch auf Turnier gefahren, also auf Ding gefahren.
nach Prag sind wir zusammengefahren, ja, weißt du? Ja. Safari-Zone und so, ja. Ja, genau, ja. Und das war halt, da waren wir echt, echt eine Gruppe eigentlich, ja. Und das über einen längeren Zeitpunkt, ja. Und da war halt, da ging halt, ja, ging halt viel, viel, okay, schiefer erzähl mal. Jetzt, Mann. Ja. Ja, erstens das. Und zweitens, erst mir die Zeit halt nicht wert. Wir sind alle, wir werden immer älter, wir haben viel zu tun. Wir haben weniger Zeit. Wir haben weniger Zeit. Schau dich an, du hast nur Wochenende Zeit. Weißt du, und das ist kein Mensch, mit dem würde ich gerne Zeit nicht mehr widmen. Weißt du, was ich meine? Er ist mir persönlich meine Zeit nicht wert. Nicht eine Sekunde ist er von meinem wertvollen Leben wert. Muss man respektieren, muss man respektieren. Ja, ist halt so. Ja. Aber was war jetzt das Ausschlaggebende? Das würde mich jetzt interessieren. Ausschlaggebende? Okay, wie gesagt, das ist eine lange Geschichte. Ja. Es gab Streit, dies, das. Wegen was speziell? Ich kann dir mal oder später jetzt dann noch mehr erzählen. Aber ich habe jetzt erfahren, er ist auch nicht mehr mit befreundet, gell? Ist er auch nicht mehr, weil er einfach jetzt langsam gecheckt hat, was für ein Idiot das ist, oder? Ja, aber die Sache ist, die Leute checken es erst, wenn diese Person schlecht zu einem selber ist. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel zuerst schlecht zu mir. Hat es irgendeinen anderen gejuckt? Nein. Erst wenn zu einem selber schlecht ist, dann fängt es an, einen zu jucken. Das heißt, man hat nicht zu dir gehalten. So das ist sowieso nicht. Okay, ja. Schau. Also es gab Streit, dies, das. Und mir nie die Hand danach gereicht. Also im bildlichen Sinne, okay? Ich weiß. Aber hat er sofort versucht, ein Gespräch aufzufüllen. Er ist zu ihm gegangen, ey, quatschen und so. Ich bin ein Typ, meiner Meinung nach ein guter Freund immer gewesen, war immer korrekt. Und was habe ich dafür bekommen? Nix, okay? Aber ein der dreckig ist, hinter seinem Rücken gelabert hat, Scheiße gelabert hat, der schlechteste Freund war. Ihm zeigt er mehr Respekt und Anstand und sucht das Gespräch. Das ist so, als hättest du einen Kollegen, okay? Du arbeitest, bist fleißig, machst deine Aufgaben, machst deinen Job gut. Dann hast du einen Kollegen, kommt immer zu spät, ist frech zu den Kunden und so und der Boss behandelt ihn besser als dich. So habe ich es tatsächlich sogar gerade, ja. Okay, ja. Deswegen will ich mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Mit nicht. Aber, was Max getan hat, er hat irgendwann, okay, 2-3 Jahre später, aber wenigstens ist er dann auf mich zugekommen und hat gesagt, yo Hong, lass mal reden, es tut mir leid, die ganze Sache damals, ich habe falsch reagiert und so, bla bla, okay. Ich habe gesagt, kein Problem, wenigstens hast du das Gespräch gesucht, das ist alles gut zwischen uns. Und sowas hat nie gemacht. Okay. Deswegen, mich juckt der Typ nicht. Heute Synergy, nicht gesponsert. Wer die letzten Vlogs gesehen hat, hat gesehen, ich wurde geinfluenced von so einer auf Instagram. Die kooperiert das immer in ihren Alltag hinein, wirklich ständig, so wie wir, euer Koro, gönnt euch immer. Und bringt das natürlich rüber. Hab mich influencen lassen, hab das bestellt und mir taugt das echt extrem. Echt gut, mir taugt das echt krass. Daily Vlog ist am Start, wird gerade geschnitten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich von diesem Real Talk euch zeigen werde. Die Moral von der Geschichte ist natürlich, es kommt nicht immer darauf an, zu verzeihen. Es gibt natürlich immer verschiedene Meinungen, Ansichten, Menschen mit ihren verschiedenen Moralen, Vorstellungen, dies, das. Es geht nicht darum, Recht zu haben, Unrecht zu haben, zu verzeihen, nicht zu verzeihen. Man scheidet sich im Leben über viele Dinge, Kleinigkeiten, wichtige Dinge. Aber am Ende kommt es darauf an, wie man sich danach verhält und ich habe mit gewissen Personen keine Lust. Es geht nicht darum, dass ich dem böse bin oder dass ich dir verzeihen muss, nicht verzeihe, dies, das, sondern die sind meine Zeit einfach nicht mehr wert. Zeit ist begrenzt, ist das wertvollste Gut, das die Menschheit hat und in meinen Augen sind die meine Lebenszeit nicht wert. Das war es einfach. Mehr ist auch nicht. Also, da geht es nicht um Verzeihen, dickköpfig sein, dies, das, sondern es geht einfach darum, mein Leben, meine Zeit ist mir zu wertvoll für die. Aber egal, Themenwechsel. Patti hat gesagt, dass schon ein paar vorbeigeschaut haben, wegen dem Instagram-Post von den Mädels, von den Foodbloggern und auch schon andere Foodblogger dann angeschrieben haben und gefragt haben, ob die vorbeischauen können. Natürlich so eins auf Anzeige, hey, kriegen wir das umsonst und dafür schauen wir vorbei und machen einen Post und so, was halt vollkommen legitim ist und so. Freut mich sehr, dass das so, wie ich es haben wollte, so diesen Schneeball auslöst, diesen Dominostein und dann immer mehr Leute darauf aufmerksam werden dann und immer so weiter und so weiter. Also das ist schon mal gut. Ich glaube, das war's von mir, Leute. Ich bereite noch ein paar Sachen jetzt vor für morgen, für den
kurzen Fotoshoot, gönn mir noch die Shisha und ein bisschen Synergy. Und vielleicht auch ein paar Kokosnacks, aber das indische Essen hat mich schon echt umgehauen, also das war echt brutal. Es war mein zweites Mal, dass ich überhaupt indisch essen war. Das erste Mal zähle ich gar nicht, weil da waren wir nach dem Yu-Gi-Oh! Laden, nach Fontainment irgendwo da am Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, wie die Hauptbahnhof-Gegend bei euch so ist, aber bei uns ist sie halt richtig schlecht. Es war irgend so ein Inder neben Sexworld und wir haben alle davon Lebensmittelvergiftung bekommen, also waren auf dem Scheißhaus, deswegen ich zähle das gar nicht und das war heute echt gut. Und das soll aber noch einen anderen geben. Der macht aber erst um 17 Uhr auf und Tati arbeitet da, deswegen haben wir es heute nicht geschafft. Der war auch schon mal bei Galileo und so, da wollen wir auf jeden Fall nochmal hingehen, weil der soll noch besser sein. Also macht sich da dann drauf gefreut. Aber das war's von mir, Leute. Gewinnspiel läuft noch. Ich glaube heute, wenn ihr das seht, Sonntag ist der letzte Tag, könnt ihr gerne mitmachen. Ich finde die Chance, $20,000 zu gewinnen, ist relativ groß. So 1 in 1000, was halt schon ziemlich krass ist. Und wie gesagt, es gibt Plätze, Preise bis Platz 10. Ansonsten natürlich immer liken, subscriben, kommentieren. Folgt uns gerne auf Twitch und Instagram. Und in Bitcoin natürlich investieren, Cashflow generieren. Das war's von mir, Leute. Ciao und serious business.